Oh Gott. Weißt du, Glücksspiel-Heini Oh, ich ist habe ein kein Emo, Geld. Hagede ist ein Asthma-Anfall auf zwei Beinen. Macht schnell. Wieso willst du dem Geld geben? Er ist ein Arschloch. Ja, das wissen wir Super zu hole. diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht. Super Guck hole. ihn. Jetzt hast du den Leuten die Story gespoilert, die einen sowieso hier nicht Guck ihn an. interessiert. Er sieht aus wie Dr. Cox. Er ist ein Arschloch. Er ist ein Totenbeschwörer, verdammt nochmal. Ja, sag ich doch, ein Arschloch. Wow, epic. Falls ihr hier seid, um. Siehst du, Ah. sogar er gibt mir recht. Jetzt habe ich die Quest. Beende Belagerung, indem sie Schengen Aufseher, Blumen, Feuer, blablabla. Ach, Manu, er hat das Spiel kaputt gemacht. Deine Mutter hat das Spiel kaputt gemacht. Ja, das auch. Achso. Ich habe noch so viele Pfeile. Schmorb. Harnisch. Ich hätte eine Idee. Wie wär's mit Pfeilen in Pfeilen in Pfeilen in Pfeilen? Saat, Pfeilen, Pfeilen, Pfeile. Wie wär's mit Klingen, 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 Klingen? Klingt vielversprechend. Das könnte funktionieren. Schiak, Kasim. Es könnte funktionieren. Schiak, Kasim. Kaboom. Äußerst ärgerlich. Hoppala. Komm, hast du nichts Gutes? Was ist da? Moment, ein Reif ist das was für ein Kopf? Yep. Schwul. Yep. Was brauche ich nicht. Sowas tragen Paladine. Nein, eigentlich tragen sowas Amazonen. Und Stambi, deine Rüstung ist schwul. Oh, danke, dass es dir aufgefallen ist. Ich habe die extra von meinem Freund aussuchen lassen. An dieser Stelle wollen wir nochmal betonen, wir haben nichts gegen Homosexuelle. Wir nehmen nur Typen auf die Schippe, die unbedingt meinen, sie müssten auffallen. Auf Deutsch Exakt. Token. Ja, wir verarschen nur Stereotypen, sind aber ansonsten die tolerantesten Menschen, die es auf diesem Planeten gibt. Ich meine, guckt euch Meg an. Mehr sag ich nicht. Und Oh, ich kann mir den Reifen wieso nicht wird mein Schild kaufen. stärker, wenn in der Mitte gar nichts mehr ist? Das Nervige ist, da ist jetzt. Okay, da war beziehungsweise ein Reif im Ding, aber ich hätte mir eh nicht leisten können. Nein, kein Haarreif. Ich wollte schon immer mal einen Reif haben. Oh, soll ich da ein paar Zöpfchen weben? Ich kann dir gleich eine in die Fresse weben. Auch süß. Wo ist denn das Tor hier? Haupttor. Ich will mal sagen, da wo Tor drauf steht, du Dummbödel. Ja, hol, wir müssen noch auf Fabi warten. Oh, Aber. Fabi. Die Cutscene ist laut, er hört euch nicht. Eigentlich müsste ich doch schon lang vorbei sein. Nein, das ist die längste Cutscene. Oh Mann, ich brauch Geld. Da ist der Reif. Doch, der Oh, kostet okay. Geht Geld. da raus, gut. Nevermind. Er kostet Geld. Meine Schuhe sind scheiße. Das fällt mir mal so auf. Aber die sind genauso scheiße. Deswegen verkaufe ich sie wieder. Na, wem's gefällt? Und ich habe jetzt kaum noch Geld. Diablo hat mein Geld genommen. Das Das ist ist der der Diablo Diablo, hat hat mein mein Geld Geld geklaut, genommen. Blues. Diablo hat mein Geld Geld geklaut, geklaut, Blues. Blues. Ich hab ne Rüstung am Sack und ein Schwert in der Hand. Guten Tag, Doc. Pfeile im Arsch und ne Axt im Kopf. Doch Und Diablo mein hat mein Stuff ist Geld geklaut, verbrannt. Blues. Mein Stuff ist verbrannt. Sein Pentagramm ist scheiße. Ich habe ja irgendwie das Bedürfnis, das Gefühl, Fabi ist in der Cutscene gestorben oder so. Er ist voll episch Na, ich bin schon da. So ist gekommen. es nicht. Er ist tatsächlich gekommen. Er hat Ball gesehen und hat gedacht, oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, warte mal. Okay, warum finde ich das jetzt gerade witzig, dass der Typ da einfach zersplottert ist? Du bist immer noch in der Cutscene? Freak. Moment, du bist immer noch in der Cutscene? Ja. Okay, das war cool. Bist du Diablo hat bereit? mein Geld geklaut, Blues. Okay, bereit! Ja, los! Ach, ich gehe jetzt, hoppala. Ich habe eigentlich mit Fabi geredet und nicht mit euch. Ah, ich bin da. Ja, los, 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 los. Ja, Wow! Die wunderschön. Belagerung Soll ich die muss Quest ein Ende annehmen? haben. Du hast Die die Quest Quest annehmen, schon. die haben ja schon bewegt meinen Arsch hier, ja.
Weißt du, ich bin noch nicht mal eine Sekunde hier und ich werde direkt schon zur Arbeit geholt. Mann. Geht mir genauso, nerv mich. Beweg dich. Denn Diablo hat mein Geld geklaut, Blut. Ich bin ja schon da, ihr geldgeilen Säcke. Da sind Barbaren, helfen wir ihnen. Guck mal, da ist Olaf. Oh nein. Oder Tryndamere, ich weiß nicht. Gräbt dann doch. Das sehen sich alle. Es gibt leider kein Champion mit zwei Schwertern. Warum nicht? Das frage ich mich auch. Das wäre so cool, wenn es einer geben würde. Weißt du, ganz ehrlich, Nocturne ist Dual Wield. Ja, gut, der hat Klingen. Klingen in den Armen. Was ich mich mal frage, in einem 3 gegen 3, kann man da einen Jungler wie Nocturne eigentlich auch auf eine Lane setzen? Ja, klar. Cool. Dann hätte ich hier nicht mal einen Grund, Nocturne zu spielen. Ohne Scheiß, ich will schon die ganze Zeit Nocturne ausprobieren, aber ich kann nicht jungeln. Du Nocturne ist jungeln? Easy Jungler. Mit dem lernt man das echt gut, das Jungeln. Ja, Problem ist, ich kann ja nicht einfach mal so in Normal Game gehen und dann verliere. Warum war ich plötzlich fast tot? Also das Jungeln üben, die ersten 2-3 Male kannst du auch ruhig in einem Koop. Dann spiele ich halt Yorick auf der Top Lane. Stimmt, dann bullies dir sowieso alles durch die Gegend. Dann sagst du, Alter, das ist... Was macht der Barbar da unten? Guckt euch den hier mal an! Ich bin in der Mitte Evelyn und dann komme ich hoch, falls du Probleme haben solltest. Dann hauen wir ein volles Pfund aufs Maul. Ich meine, ich habe jetzt ja nicht mal Nocturne, leider. Ich mag den Champ total. Ich mag Nocturne. Vor allem, so wie ich das gesehen habe, er macht so harten Burst Damage, kann das? Er ist halt ein Assassin, ne? Glas kann aber auch überraschend gut tanken. Echt? Was denn halt einen sehr nützlichen Schild haben? Die Sache ist, jeden Nahkämpfer kann man eigentlich tanky bauen. Ja, nicht bei allen funktioniert's. Bei Meister Yi, Tank Master Yi, was willst du damit? Na gut. Ich mach Tank Turn, make it mainstream. Das ist teilweise schon mainstream. Tank Turn? Mal ganz davon abgesehen, dass es absolut scheiße klingt. Ja, was ist denn dein Main? Your Tank Turn. Tank Knock. Tank Knock? Tank Mo. Knock Tank. Ja, Tank Mo funktioniert ja sogar. Moment, hat das nicht mal. Oh, ein makelloser Diaschmann. Ich hab dir mal eine Zeit lang Tank Mo gespielt, unabsichtlich. Dann habe ich rausgefunden, dass er auf rein AP viel fieser ist. Oh ja. Na, du machst mit Tank Mo halt keinen Schaden, sondern du nervst die Gegner mit deinem Blendpfeil und bist dann auch noch tanky. Und ja. Gift. Also Tank Mo so spielt halt auf Frozen Mallet. Ah, slowed auch noch. Ah, Rylys Kristallzepter erfüllt denselben Zweck. Ja, Rylys Kristallzepter und meinetwegen auch noch. Obwohl beides auf einmal wäre, glaube ich, sinnfrei, oder? Ich glaube, der Effekt von dem Slowed wirkt sowieso noch einmalig. Die Frage, welcher Slow stärker ist. Oh, episches, wie ich. Episch? Episch. Hast du denn war ich schon tot? Wie hast du es gut gemacht? Bist du deppert? Deine Mutter ist deppert. Zeig ihr das ins Gesicht, da ist sie. Hi. Hi. Ja, Poma Chicky. Oh Gott, was ist das? Was ist das für ein harter Slow? Es ist fast so hart wie Nunu. Wie Nunu Slow. Oder der 4 von Nocturne. Ach, Nunu wirst du ja nachher auch noch sehen. Mhm. Ich meine, wie war Und das? Nunu wird dir dein Gesicht abkauen. Ich meine, wie war das? Nocturne hat irgendwie einen der längsten Fears im gesamten Spiel. Der von Viertel ist doch genauso lang. Echt ist er? Weil dann empfinde ich es als kurz. Los, liebe Abonnenten, wer hat den längsten? Naja, die Socke ist. Wobei, du hast jetzt ja ziemlich oft der Curry gespielt. Ich? Mhm. In letzter Zeit bin ich mehr auf der Top anzufinden wieder. Weil ich auf der Botlane ja kein. Ich krieg ja keinen Supporter, mit dem ich mich anfreunden kann. Hol, frisst mir meine Minions weg und sonst hab ich nichts. Ich bin klein und kuschelig, ich brauch die Vitamine. Ja, du brauchst nein, ja auch als Support eben nicht. Aber er spielt Teemo und Teemo braucht Minions.
Ja eben, you see where I'm going? Er spielt ja nicht mal Support-Mo, er spielt AP-Mo als Support. Ich supporte nicht mal, ich bin einfach nur da und rette seinen Arsch. Was sagst du? Wie oft habe ich dir schon den Arsch gerettet? Wie oft habe ich mich schon für dich geopfert? Wie oft bin ich weggerannt und hab dich heldenhaft deine Nummer Wie oft habt ihr euch schon in LOL gestritten? So ein altes Bier. Bis gestern? Oh. Das waren noch Zeiten. Ach ja. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Oh, war's. Das war ja auch gestern, du alter Sack. Ich kann mich noch gut erinnern. Wie war das noch bei SpongeBob? Du erinnerst dich ja nicht mal mehr ans Frühstück, du alter Sack. was? Mana-Tränke, irgendwer? Ah, gib! Ja, nö, hab ich nicht. Geh weg. Oh, was ich an diesem Akt hasse, ist echt, dieser Gang hier ist so lang. Der ist ja noch nicht mal so lang. Die anderen, die Dungeons sind viel schlimmer. Hier weißt du ja wenigstens noch, wo du hin musst. Ja, geradeaus! Alter, seid ihr deppert, nimm die Prunksachen mit. Die kosten teuer. Ich mein Inventar ist voll. Ich hab keinen Bock. So. Wie zur Hölle seid ihr da hingekommen? Nehmt mich gefälligst mit. Schab-schub-schub. Ja, da ist einer. Okay, ich hab einen gefunden. Und der Blau-Arsch-Dude, der ist irgendwo heute woanders. Ja, ich bin hier weiter unten. Ich hab hier noch sicher zu töten. Ach, scheiß drauf. Blasphemie. Blasphemie. Das kann mein Durga machen. Dein Duggel da. Duggel. Ich hab ein Kristallschwert. So, what? Dann liegt da halt ein Kristallschwert. Wir mussten uns diese Aufnahme selbst noch nicht ein einziges Mal um irgendwelche Spuren kloppen. Nicht eigentlich. Na, wo hätten denn welche kommen sollen? Aus Diablos fettem Arsch. Ich glaube, wir haben in der Hölle einen Dungeon übersehen, aber scheiß drauf. Ich dachte, optional ist optimal. Ja nicht mehr. Hier kommen noch Moment mal, das Optionale war der gefallene Engel in Form von der Bestie. Wir haben alles. Nein, es gab im Flammenfluss gab es noch ein Portal, wo man sich noch in so eine extra Stage warpen konnte. Stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Da waren wir drin. Im alten Let's Play natürlich. Wir verwechseln das, glaube ich, mit den Portalen hier. Nein, es gab auch eins im Flammenfluss. Abgelehnt. Eins. Nein. Wir sind ja vorne bis hinten durchgegangen. Guck's dir nachher im Replay an. Da war noch nie so ein Ding unten. Das wäre mir selber neu. Du verwechselst das echt mit denen hier. Okay, dann verwechsel ich es halt mit denen hier. Wenn der alte Mann das meint. Er ist ein alter Sack, gib ihm immer recht. Genau. Und jetzt putz mir meinen Arsch ab. Manchmal ist es schön, alt zu sein. Sklavenarbeit. Schön, dass wir gerade Sklaven vermobben. Können Sie mal einen fragen, ob er das für dich macht, Hol? Die können das bestimmt besser als wir. Sie können ja auch das Essen vorkauen. Übernehmen die bestimmt gerne für dich, Hol. Aber ich level hier verdammt schnell. Ich auch, ich habe schon über fast ein halbes Level. Na, guck mal, wie lange wir auf die Viecher drauf kloppeln. Gar nicht mal so lange, das sind vielleicht 10 Minuten, die wir hier sind. 5 Minuten oder so. Wir haben den Typen noch nicht gefunden. Ja, diese Ebene hat auch kein Ende. Also, das schreist nicht. Oh, Questlog. Holt, ne? Du hast ihn gefunden. Ich hab mein Questlog-Buch-Eintrag da. Oh, ich hab ihn. Hilfe, Hilfe. Ich komm nicht runter. Natürlich, jetzt will er Hilfe. Von Hilfe war nie die Rede. Ich könnte das ja auch alleine machen. Das würde nur ein paar Jahre dauern. Mal überlegen. Hilfe deute ich als du brauchst Hilfe. Ja, wo ist denn der Rest? Ich stehe hier in der Sklavenmenge. Meinst du, ich mache hier gerade Kaffeekränzchen an dem Katapult? Ich muss mich auch erstmal den Weg. Ja, du stehst an dem Katapult. Du machst nichts. Hier musst du hin. Oh. Wäre das hier LOL, würde ich hier hinpicken.
Ach, bring mich doch da, wo die Sonne nicht hinscheint. Oh, stirb, du Aufseher, stirb, stirb! Oh, extra stark! Lol. Wow. Na, ich habe was für einen Totenbeschwörer. Was wollen wir denn damit? Was zur Hölle passiert hier? Wobei, warte mal. Warte, ich finde mir, da war ja der Ehenweg. War ich das ja, etwa? Aber... Hier liegt noch Zeug. Wie ja, Arschloch! Ich geh so gleich noch zurück. Alter, wie Arschloch ist die Amazone denn? Ups, war ich das etwa? Boah, wie mies die Frau. So, mal gucken, was habe ich denn da? Ein zweifach gesockeltes Kriegszepter. Kann es Kriegszepter was? Den Standardscheiß. 50% Schaden an Untoten. Nope. Ja, okay. Hier vielleicht wieder irgendwer von euch was Gelbes für einen Totenbeschwörer. Verkauf es, es bringt Arschgeld. Ihr seid ein größerer. Ach, ich habe einen Schairun aufgesammelt von das. Entschuldigt, dass wir euch unterschätzt haben. Als Zeichen meiner Anerkennung schmiede. Ach ja, in der Schmiede kriegen wir jetzt eine Sockelfassung für umsonst. Stimmt, da war ja was. Mit dem Demo könntest du deinen Helm nochmal sockeln lassen, wenn du einen guten findest, Fabi. Mhm. Am besten einen, der so oder so schon plus Energie macht, oder? So. Ich weiß ja nicht, wollen wir jetzt noch irgendwas anfangen? Ich meine, also ein bisschen können wir noch gehen bis zum Wegpunkt, sonst müssen wir den ganzen Weg wieder latschen. Stimmt. Dann sucht ihr mal nach einem Wegpunkt und ich suche mir mal ein neues Rüstungsteilchen aus. Hm. Wo ist denn der Port jetzt? Hm? Da. Festlock. Hm. Waffentechnisch. Los, Blaubarschbube, wir finden diesen Wegpunkt. Der Trollschein ist auch da. Und Rehagede ist schon wieder tot. Ist auch da. Das Eis hoch. Ja, da ist er. Okay, oh. Da können wir jetzt aufhören. Ein bisschen weiter machen wir noch, oder? Ein bisschen, ich will noch leveln. Moment, wie leveln? Ja, ich brauche noch ein bisschen was für ein Level-Up. Ach so, meinst du das? Yay. Wow, was bist du denn? Holzhammer, da hat jemand einen epischen Holzhammer. Ja, den hab ich. Da liegt eine Schriftrolle der Identifikation. Alter, das ist ein Stock mit einem Totenschädel. Knochenbrecher. 116 bis 166 Zweihandschaden. 287% erhöhter Schaden. 100% Schaden an Untoten, 40% Chance auf vernichtenden Schlag. 30 Kälte, schmeiß 30... mal her, ich will mir das Ding angucken. Wow, das ist eine Keule. Das ist mal ein Klopper. Ich glaube, die Keule kann man einem Barbaren in die Hand geben, wenn man sich einen Barbaren-Söldner holt. Oh mein Gott, ist das Ding übel. Holy Macaroni. Fabi, guck dir den Scheiß mal an. Das ist ein Kloppstock. Nee, ich bin überladen. Dann gucke ich ihn an. Boah, fick dich, alter Sack. Ach, das Ding, ja, kenn ich. Wow. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir spielen bis zum nächsten Ding. Wegpunkt. Das könnte, glaube ich, noch ein bisschen dauern, oder? Weiß ich nicht. Ja, aber wenn wir jetzt einfach aufhören, dann müssen wir beim nächsten Mal den Weg wieder gehen. Naja, wir haben doch jetzt den Wegpunkt, also. Ja, aber wenn wir jetzt weitermachen, dann müssen wir dann den Weg wieder gehen. Den wir jetzt hinter uns bringen würden. Ja, wir können jetzt auch aufhören. Ja, nee, Idee. Ja. Ich will immerhin ja auch noch leveln. Ich meine umskillen. Hm, genau, Fabi kann noch in Ruhe umskillen gehen. Solange muss ich sowieso noch hier on bleiben. Ja. Vielleicht haben wir Glück, wir haben beim nächsten Mal. Ja, ich sag nur, je weiter wir jetzt gehen, desto mehr müssen wir beim nächsten Mal neu machen. Ja, ich. Dann ab zurück in die Hütte. Dann würde ich sagen, sind wir fertig. Okay. Hütte.
will jetzt irgendwer diesen Schlegel eigentlich für seinen Barbaren-Söldner? Wer sich einen Barbar macht, wird, sollte den benutzen. Ich wollte das eigentlich. Wo bist du denn? Ich bin hier beim Portal, beim Wegpunkt. Da. Soll ich die Fuck in die Freiheit entlassen? Fick dich. Hm. Wieso habe ich die ganze Zeit ein Quest-Dings hier? Ach so, jetzt müssen wir die ganzen Soldaten befreien. Aber. Ja, eben, das dauert nämlich ziemlich lange und bis dahin kriegen wir keinen Wegpunkt. Wo kann man denn jetzt hier. Nicht diesen, hier. Den Typen da bequatschen von wegen hier, sag mal, Baba und so. Bei Kekwark. Seid gegrüßt. Kann oder, nee, das kriegen wir doch erst, nachdem wir jetzt die Barbaren befreien. Nee, die kannst du jetzt schon haben. Ich könnte mir echt einen. Oder? Nee. Wo? Nee, bei mir sagt er nur wiederbeleben. Und langsam geht mir Hagelte auf den Keks. Ich nehme Ielani wieder. Ach, stimmt. Oder lohnt es sich wiederbeleben zu lassen? Hä, wieso kannst du schon wieder einen. Wieso kannst du einen machen? Ich kann nur wiederbeleben. Ach so. Nee, ihr habt recht. Muss es sich wiederbeleben? Wieder zu beleben? Wenn du den Barbaren lieber haben willst, je nachdem. Ich weiß ja nicht, auf welchem Level dein Viech gestorben ist. Ich weiß es auch nicht mehr. Dann hol dir einen neuen, vorsichtshalber. Ja. Ach, ich hab noch eine Rune für dich, Shadow. Oh geil. Musst du mir nachher mal erklären, wie das jetzt mit dem Umskillen funktioniert und so ein Kram. Du gehst einfach zurück in Akt 1, sprichst mit Akara und dann kannst du umskillen. Akt 1? Ja, Akt 1. Kannst du über die Wegpunkte kannst du zurück in den Akt. Ja, und mit wem jetzt reden? Akara. Ach da. Und ich hab dir noch einen Diamant dahin geschissen. Jo, thanks. Da, Wertefertigkeiten zurücksetzen, okay. Aber Alter, wo hast du ne verdammte Shael-Rune her? Die habe ich vorhin aufgesammelt. Ich auch. Wow. So, ich will definitiv mit erstmal erstmal genug Stärke, dass du deine Ausrüstung tragen kannst. Genau. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Diablo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Zeit zu sterben.